Okay, das ist schade. Dann nächstes Mal wieder auf dem anderen Betriebssystem. Okay, gut. Kurz vor dem Stream. Also, Christian hat Probleme mit dem Setup und wir kriegen das aktuell nicht hin. Deswegen sagt Christian jetzt einfach nichts und wir lümmeln uns hier einfach irgendwie so durch. Mit dem Kratzen von unseren Stimmen müsst ihr leider dann erstmal leben und dann morgen haben wir vielleicht dann irgendwie eine Lösung am Start. Gut. Wir spielen heute StarCraft. Ne? Was heißt Letzte denn? Woche war ja Pummelparty, jetzt ist StarCraft und jetzt drücken wir mal drauf. Ja, er klingt im Discord total normal. Ja, richtig. Im Discord, wir können uns alle Normal. super verstehen. Ja. Salty as normal. Nein, Christian, ja, du hast ja den Salty Counter, also den Imbalance Complaint Counter. Ihr könnt auch theoretisch auch alle in den Discord kommen, weil dann könnt ihr uns auch zuhören. Und dann Das machen wir einfach stimmt. im Stream den Ton aus. Fertig. Da ist ja auch alles gut, ne? Lippen lesen. Lippen lesen, stimmt. Also kannst du einfach mit sehr deutlichen Mundbewegungen sprechen, dann kann man dich auch so verstehen. Wir haben jetzt gar nicht gefragt, ob jemand mitspielen möchte. Alter, dreimal random. Ich glaube. Dann sagen sie alle good luck, where you from? So ging es nämlich bei mir gerade los. Und dann kamen Sechslinge. Also, ich spiele Pool First. Aber keinen 12 Pool. Oh Gott, auf der Map auch noch hier. Ich expandiere mal nach vorne. Du hast keinen Game Sound? Aber es hat ja. Das ist nicht so Ey, auch, schön. wie kann das denn. Ach, kein Game Sound im Stream, dann meinst du? Im Stream hast du Game Sound, aber bei dir jetzt gerade in-game nicht? Und das OBS läuft aber auf dem Mac? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Habe ich mich noch nie auseinandergesetzt damit. Aha. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es einfach ist. Ich habe einfach null Ahnung davon, deswegen. Oh, da kommt schon Ja, hier da. Kenbush. Ja. Oder eben Hedgeblocker. Kann auch sein. Hedgeblocker ist ein bisschen spät, oder? Ja, die eine Probe war immer auf Aimmove und rannte mir daher. Ich schicke auch lieber meine Drohne hinterher. Ja, der hat. Wobei jetzt Christians Drohne Der habe Tobi ich leider Wahn nichts macht auch gesehen. nichts gerade. Der steht auch einfach bloß da. Tobi Wan Kenobi. Keiner Echse an der Gold von denen. Hier ist der Protoss, ein Double Gas. Hier ist man normal auch soweit, oder? Das ist der Larik. Jetzt habe ich den Drohnentransfer vergessen. 2 zu 4, 1 zu wenig. Was ist das? Eine Robo. Aha, und ein Marina. Also Double Toss Terran. Die zwei Barracks ohne Addons. Ganz viele. Auch noch eine Robo. Aha, noch eine Robo.
Aber da könnte man viele Länge spielen. Du spielst viele Linge, sagst du, ja? Würde ich sagen, so wenn da Immortals und so kommen, wäre eine schöne Sache. Ja, ich befürchte irgendwelche blöden Drops oder irgendeinen Quatsch, ne? Marines, jede Menge, okay. Ein Tank. Aha. Mal ein Banning-Nest machen. Ah, ich habe auch schon eins im Bau. Da kommt ein Marine in die Straße. Den nehmen wir mal mit. Der scheint aktuell... Hier kommen sie schon. Wir defenden so weit wie möglich hinten. Ja. Am besten den Creep noch so weit wie möglich, den Creep einmal nochmal nach vorne. Mhm. Da kommen sie schon, schon zu spät. So, wir müssen... Weiter. Nicht in den Tank reinlocken lassen. Weiß. Wann engagen wir? Jetzt? Na, wir müssen... nach dem Force Fields anscheinend. Oder? Ah, ja, wir müssen jetzt raus. Ja, ich weiß, das kacke gerade. Ich muss den Scheiß-Tank nehmen. Okay, das ist wie ein Tod. Ich glaube, wir haben Overdrone, das ist vorbei. Ne, ist GG. Nee. Die waren ja auch alle drei noch One-Base. Wir haben überhaupt nicht danach geguckt, ob die expandiert haben oder nicht. Das ist so. Katastrophales Warm-Up-Game, wie immer. GG. Ja, alles okay. Wir müssen einfach nur früher aufhören zu drohen und eher Units bauen, alles gut. Lass auch mit am Start. So, hier gibt es auch Frühfratzengeballer. Das kann man schon an den Namen sehen. Sind wir jetzt eigentlich alle im Stream gemutet oder nur du, Chris? Aha, okay. Da müssen wir also quasi für dich sprechen. Wir sind dein Sprachrohr. Ja. Ja, du. Sonst sprichst ja auch nur du. Das stimmt. Ich bin bloß derjenige, der mal weint. Okay. Der den Balance Wein hochtreibt. So, hier kommt ein russisches SCV. Und da kommt ein russischer Overlord.
So, das sind zwei Gateways, okay. Hat ihr nicht gerade gesagt, das sind zwei Zergs? Nee, es ist einmal alles. Es ist einmal was? Es ist ein Protoss. Das ist also einmal Stimmt. was von allem. Irgendwie war ich jetzt Stimmt. gerade voll auf zwei Zergis aus. Aber es stimmt. Was kommt jetzt? Das. Dann hast du mit deiner Aussage absolut recht. Gut. Na, ist Standard. Ein Reaktor. Ah, Helionten oder was kommt da dann? Zumindest irgendwas Techiges. Also Hier muss irgendwo ein SCV sein. Wo ist das noch? Meinst du, es ist doch Fratzengeballer? Oh, da kommen ein paar Linge. Linge, Linge, Linge. Und Hellions. Unangenehm. Jetzt kommen zum Sven. Oh, Ah, so ich Speed brauche ist Hilfe, ne? da. Ja, ich bin da. So, hier unten haben wir. Den Surround haben wir doch auch, oder? Kriegen wir doch jetzt. Aber hallo. Aber hallo. Und Gegenattacke. Flieg und Sieg. So, haben die Oh, irgendeine Base Surround, hier? nice. Ach, guck mal, da können wir doch abreißen, das Ding. Haben wir hier unten noch was zu abreißen? Nein, aber ich gehe trotzdem mal zum Zergi hochgucken. War es zu viel? So, ich gehe trotzdem weiter. Ich gucke beim Zerg. Oh, das sind Banelinge. Er hat Banelinge. Er hat Banelinge. Ja, das war gut. Beim Zergi. Zergi, gibt's was? Zergi, zum Zergi, wenn ihr was habt zum Zergi. Was, ich bin. Wenn ihr Ich was hab. habt zum Zergi, der hat gerade richtig gelitten. Ja, der Protoss auch. Gut, na gut. Okay, na dann, wenn du den Protoss kaputt machst, dann gerne. Das war gut. Das war gut. Oh, hey, denn Scheiße mit Blue Flame. Ich versteck mich mal hinter dem Immo. Okay, das ist. Mach mal. Ja, was wollen wir machen? Das sind zwei Leute und du bist da alleine mit zwei Units. Ja, versuch doch mal mit dem Immo wegzulaufen. Ah, ist egal. Jetzt ist zu spät. Ich glaube, wir sind ganz gut davon weggekommen.
So, wollen wir gleich die nächste größere Attacke starten, oder? Ja. Gut, ich bin jetzt auf 66, ich baue jetzt quasi nur noch Roche Ravager Ling und dann können wir eigentlich rüber. Der hat ganz schön viele Helionten hier unten. Ich habe Roll Charger, das ist ja, ich meine, kein Problem. So, wir können. Ich bin gleich. So, 160 Supply ungefähr. Können wir eigentlich los, würde ich sagen. Ich bin mit Mutas in seiner Base. Dann komme ich rüber, alles klar. Er baut einen Darkschein, der Toss. Okay. Ich reiß ihm den mal ab, vorsichtshalber. Dann nervt das nicht rum, das Ding. Super, ich zieh auch noch ein paar Overlords mit. Oh, mal sehen, ob er noch welche gebaut hat. Er hat auch Mutter, der Zerg. So. Hier auf Love. Der eine will es auch nicht wahrhaben, okay. Der Zerg, der noch 5 Mutas hat. Na gut, ne, es sind noch mehr Mutas. Da wir im Stalker, alles gut. Gut. Schön, schön. Jetzt die Frage in den Chat. Oder ist das heute bloß eine 3-Runde? Will jemand mitspielen? Oder wie oder was? Können wir machen. 3 gegen 3, 4 oder 4 gegen 4. Lasse, kannst du uns carryen? Tja, kommt keine Reaktion. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins. Ja, und ihr habt Zeit, drüber nachzudenken. Oh, Lasse ist noch im 1-on-1. Moment. Ja, ich weiß nicht. Oder ein all versus all, also so ein Best, wie nennt es ja, Free for All, oder was meinst du? Das können wir dann als Abschlussgame nochmal machen. Können wir auch machen, ja, das stimmt. Das war doch lustig, das letzte Mal, als wir das gemacht haben. Ah, dieselben nochmal. Ah, schön. Das heißt, jetzt Pool First. Jetzt können wir uns auf Fatzgeballer einstellen. Naja, aber wieso haben wir doch gehalten? Wir haben es doch gehalten. Also. Das stimmt, aber jetzt wird es noch extremer. Vielleicht denken die sich jetzt auch. Wieso? Die haben ja gerade Early Aggression. Gut. Ja, kann in beide Richtungen gehen, das stimmt schon. Achso, du meinst, okay, Early Aggression funktioniert nicht. Jetzt spielen wir unsere Makrostärken aus, oder? Also, könnten die ja probieren, ich meine. Möglich ist es ja. Das wer weiß. Dann good luck. You never know. Auf jeden Fall war das Baneling-Nest eine gute Idee.
Ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, so Cutting Corners mäßig zu denken, hier Spaß daran. Kann halt auch voll nach hinten losgehen. Am Bass willst du sparen? Am Bailing Nest. Aha. Du machst mehr Sachen. Willst du wieder reinbissen, oder? Na, habe ich ja. Nee. Das war jetzt gerade so ein Theoriegelaber. Hätte ich dran gespart, hätte das nach hinten losgehen können. Richtig, genau. Habe ich aber nicht, deswegen ist es nicht. Die Kurzfassung. Du hast die Corner nicht gecuttet. Genau. Ich habe die Corner gecornert. Ich habe sie eckig gelassen. Hm. Ah, ist schon mal kein Kenrush. Der Zergi ist auch nochmal. Zergspieler sind niemals normale Menschen. Aha, jetzt ein zweites Gate schon. Aha. Aha. Ein 3-Gate-Bauer. So. Ein Reaper. Ein Reaperino. Aha. Ich meine Dinge. Aber immer wissen, dass ein Reaper kommt. Wie weit ist denn dein erster Stalker? Magst du dich mal um den Kameraden da kümmern? Ah, fantastisch. Ich muss nichts sagen. Guck mal, wenn Chris nichts sagt, dann ist er total konzentriert. Alles über visuelle, ohne Ton, visuelle Reize. Stelle ich mir als Herausforderung vor. Nice. Ja, tut mir leid. Ich war im Stress, Mensch. Ich darf. So schlimm, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Dafür wollte ich nicht verantwortlich sein. Wir haben noch keine Echse unten. Nee, beim Gegner. Dann fangen wir doch mal an, jetzt nur noch länger zu bauen und mal einen Banning Nest Tag zu setzen. Was ist das hier? Was sind deine Länge? Okay. Sorry, diesmal habe ich aber genug Länge, Christian. Wenn wir zusammenbleiben, müsste ich dich jetzt ziemlich lange verteidigen. Guck mal hier, dieser riesen Bunch. Letztes Mal war das nämlich nur noch so 8 oder so und dann musste ich halt weg, bevor ich alles verliere. Ja, habe ich gemacht. Ja, Krieg ist die Hölle, was soll ich sagen? Ist halt scheiße alles. So, Achtung, wir gucken mal, was hier ist. Hier ist keine Echse. Kann man ja, hier ich irgendwie gerade gesagt. Andi, ich höre niemandem zu. So. wollen wir da oben Bailing durchbasten? Wenn du genug hast, was ist das? Ich bin jetzt mal gerade hier hinten aufgemacht. Wir könnten theoretisch Tank. Okay, dann hinten ja, durch. Wir können hinten durch. Wir können hinten durch. Unten. Ja, hinten, dann unten. Lass uns hinten. Also hinten, unten, hinten. Gut. Die sehen ja gerade techig aus, irgendwie. Ja, die müssen sterben, bevor das hier überhand nimmt. Kill it with fire before it lays eggs. Oder so. Ja, los, komm. Hier, wenn wir hier hinten hochkommen, dann auch hin. Guck mal, aber hallo. Die scouten uns schon. Ja, aber hallo. Guck mal, den Zergi reißt. Ah, hier, da sind Mutas! Ja, dann
Sagen wir doch mal direkt Hallo. Reißen wir doch mal den leer ab, würde ich sagen, oder? Mach ich, alles gut. Nur wir müssen jetzt schnell, vielleicht killen die Mutters nicht vorher. Dann gehen wir hoch und machen den Rest vom Zergehen. Ja, ich glaube, der leer reicht. Mehr kriegen wir wahrscheinlich gar nicht. Ah, Banshees, guck mal. Ja, mach mal ein bisschen Static D. Das wird, ich glaube, Fratzengeballer. Aha. Ja, ich baue jetzt mal Hydranten. Ah. Aha, er hat Angst gekriegt. Sehr schön. Ja, komm mal her. Komm, geh mal ruhig rein da, in meine drei Spores. Vielleicht sind die Hydras da. Bei mir sind gerade die Banshees. Aber Static die regelt. Also bei mir hat er schon kein Bock mehr. Der Mann mit den Mutters. Ja, der Mann mit den Banshees ist auch schon wieder weg. Weil der bei mir ist, Scheiße. Auch. Das hasse Blink. Verdammte Axt. Okay, die overpowern mich. Ah, jetzt, super. Oh. Warp Prison bauen. Phoenixer? Haha, Corruptor. Haha. Sehr gut. Bei mir sind Mutters. Hä? Nein. Doch. Ich habe irgendwo einen. Irgendwie bei dem hatte ich irgendwo einen. Ist egal. Ich habe gar keine Zeit und Nerven für. Oh, viele Mutters. Ich komme zu deinen Stalkers. Genau, Knickriser, warte mal auf mich. Ich habe Hydras. Das heißt, zusammen können uns Phoenix und Mutters nichts anhaben. Wir müssen auch Detection nicht. Ich bring mal Overlord mit. Das ist super. Sehr gut. Die Mutter hat es auch hinter sich. Sehr schön, beide Hydro Upgrades. Mein Lurker den bauen, falls geht. Also hochblinken, auf die Tanks drauf? Ja, kannst du. Versuch mal, weil ich. Ach so. Okay, aber jetzt. Ja, Vision habe ich gegeben. So, Herr Mutter, komm mal her. So, gehen wir mal die Ecke Treppe hoch. Es ist wieder der Mutter-Typ, der nicht rausgeht. Aha. Schön. So, hoho. So, lass uns mit dem. Ja, er ist fertig, er könnte jetzt joinen. Wenn du Bock hast? Sven, wir beide. Ja. 86 Worker. Haben wir das gehabt, echt? Ja, wie abgesprochen. Ja, wir haben das vorher quasi, weil Zergs müssen nicht reden, um sich abzusprechen. Das geht einfach. 86 ist the magic number. Auf jeden Fall. Hallo. Hallo.
Na, was läuft bei euch? Ja, siehst du ja, wir gewinnen hier Game after Game. Sehr schön. Und unser Technikguru hat den Stream kaputt gemacht. Ja. Ja, passiert. Kinderkrankheiten. Also man hört Christian nur im Stream nicht, oder wie? Ja. Okay. Ja. Ja. Außer wenn Wunderbar. Du nichts sagst. Wenn du nichts sagst, hört man dich nicht. Das gibt's ja nicht. So, jetzt müssen wir noch ein paar Games finden. Du musst dann einfach so Untertitel einfügen. Denn, da ist jetzt ein bisschen Production-Aufwand im Nachgang, aber ich meine, alles für den Dackel. Ja? Du musst jetzt stenografisch mitschreiben, was du so gesagt hast, und das blendest du dann im Nachgang so mit Untertiteln ein. Oder frag kurz ChatGPT, wie man sich, dass er dir schnell so eine Erweiterung für OBS und so schreibt, dass er das einfach automatisch unten runter. Genau, der soll das gleich fixen. Ja. Also hat Christian wirklich im Stream gerade gar nicht gehört. So viele Leute können sie nicht hören. Wie mit den Fliegen. Das stimmt. Ja. Naja. Okay. Nils Dacke. Mal Toss. Einmal Zerg, ein Toss. Nee, die sind zweimal. Zwei. Chris, hast du schon Carrier? Ja, ich weiß nicht. Wenn, dann müssen wir das komplett jetzt vereinbaren, damit wir Christian quasi beschützen bis dahin. Lass, was möchtest du denn spielen? Mir ist das egal, vielleicht irgendwas mit Ling oder Hydras oder sowas. Ah, das klingt doch so, als ob du Ground Heavy wärst. Ja, so also Ground. Ground Metal Bane, Main Battle Army. Genau. Na, man könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier anfange, hier so Shenanigans zu machen, wie Swarmhost, die sind ja auch ground-based, aber es ist halt eher so ein Utility-Ding und nicht sondern wirklich Battle-Force, sag ich mal. Ja, kannst du auch ruhig machen. Ach, da hätte ich immer wieder Lust drauf, ein paar Swarmhost zu spielen. Ja, probier mal ruhig. Aber nur mit Neides, bitte. Natürlich. Ja. Nee, die sind, was denkst du, warum die so dick sind? Die laufen nicht. Natürlich, die rollen nur. Die werden einmal durch den Darm durchgespielt von ihm. Das. Oh, da kommen Linge. Gut, das ist natürlich nicht so schön. Viele? 6. Also war 12 Pool einfach. Ich habe auch 6 Linge auf dem Weg. Ja, ich hab 4. Aha, beim Sven. Sven hatte durch. Alles gut, alles gut. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Hatte ich jetzt auch. Alles gut. Ja. Meine kommen auch zu dir. Also ich hab nicht mehr gesehen. Ich glaube, doch ein paar kommen da mehr noch. Hat sich gleich verpisst hier. Wer baut hier erstmal ein Ding? Den mache ich hier. Hat sogar Speed. Wir machen die Rampe zu einfach, oder? Ja. Einfach oben bleiben, ja. Müssen wir halt gucken, vielleicht kommt, hat der Bailing oder so. Bleib oben, einfach oben, Konkave. Aber wir haben eigentlich auch mehr. Eigentlich können wir auch Gegenangriff. Ja, die Frage ist halt, ob dann irgendwie noch Bailinge kommen. Ein Reaper ist da auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir noch Adepten. Achtung, Achtung, nicht alleine. Okay.
Ups. Gut, zieh die Drohnen, ich komme hin mit dem Ding. Ich laufe mal rüber mit meinen Ling. Schau mal, was die haben. Gut, geht das um meinen. Oh, da kommen zwei Hellions. Ich habe auch Speed. Ganz schön viele Linge, was die da gebaut haben. Mal die Rampe hoch. Ich hab vier Roaches im Bau. Oh, das war gut. Nein. Einer. Was ist denn hier für ein... Es ist nicht schlimm. Auch deiner? Auch meiner. Okay. Der Terran baut ziemlich viele Hellions auch. Der andere ist World Race gegangen. Ja. Komm mal rein, da die fetten Viecher! Oh Gott, das will ne. Alter Schwede. Meiner. Hier, den wenn die Phoenix mal den Overlord wegmachen. Ah, komm, die Void Race, zwei Stück, easy. Bei mir sind Blinkstalker an der Main, in meinem Dingens hier, wenn ihr was habt. Ja, ich komme. Tees. Oh shit, wo? Oh Gott, dann. Ping mal, wo sie sind. Alles klar.
schade. So, ich könnte jetzt Brutlords morphen. War ich auch gerade. 6 Stück. Können wir zusammen mit Carrier und so mal ein bisschen. So, die Brut sind da. Gucken wir da angreifen. Hier links? Ja, machen wir das auch. Oh Gott. Jetzt habe ich viel verloren. Ah, so weit, ja. So, wir machen das ganz langsam. Ich bleib quasi bei dir. Wenn du ein bisschen nach vorne gehst, dann können wir ganz langsam. Du musst quasi Vision machen. So ein bisschen mit dem Phoenix am besten und dann. Genau, jetzt. Kommen schon die Brutlords. Genau, wir müssen nicht in den Tanks fighten, weil das machen die Brutlords dann. Der baut ganz viele Void Rays, wie das aussieht. Mhm. Warum habe ich denn kein Leer? Ich dachte, du hast kein Leer? Hive, meine ich. Das wäre ziemlich schlecht ohne Leer. Ich dachte, ne? Das hast du. Oh, okay. Ich brauche kein Leer. Ja, nice. Siehst du? Das war lustig. Nice. Double Night, das ist. Also, das ist ja ist unfassbar viel besser als der andere Scheiß, muss ich sagen. Achso, du baust jetzt immer zwei Neideshäuser, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt immer mache, aber jetzt gerade eben war das. Hat mir zweimal richtig einen Arsch gerettet. Vor allen Dingen konnte ich dann auch immer. Du kannst quasi damit auch so ein bisschen anfaken. Mhm. Ja, war schon gut. Und die Phoenix waren auch richtig gut, die Kombination. Ne? Mit dem Rüberfliegen hat einfach ein bisschen Vision gegeben. Zack, Neides. Fliegen die ein bisschen weiter, zack, nächster Neides. Und aus irgendeinem kommt schon irgendwas raus. Das ist halt das Geile. Ja. Oh. Oh, dieser Supply Block. 2 Minuten 41. Gefühlt das halbe Game. Und gleiche Work-Anzahl wie Lasse. 87. Ja, jetzt also quasi aus dem letzten Nummer. Spiel haben wir uns jetzt gesteigert. 86 plus. Zwei Turns. Der Name mit dem Dead Beef in diesem 0x, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Aber. Wer weiß. Gleiche Map, ne? Scheiße, bin ich hier vorne.
Ach, wie unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich dann Neides spielen will. Also den Swarmos-Bums. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche es da irgendwie so ein bisschen cozy irgendwo hinten. Meine Ruhe. Ich glaube, hier vorne ist Fratzengeballer angesagt. Mal, Chris, hast du jetzt nicht letztens erzählt, dass die keine IMAX mehr herstellen wollen? Ich meine, ich habe diese Woche gelesen, dass jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich gerüchteweise wieder welche kommen sollen. Oh, ja. Ja. Bauen wollen. Nee, nee, also die Gerüchte kriege ich. Ach, ich habe den Artikel jetzt natürlich nicht gespeichert, aber. Ja. Also, Zusammenfassung für den Chat. Nein. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht pushen die. Linke sind hier. Sind wir so sicher, dass das sie pushen? Oder wollen wir pushen? Dann pushen wir, ja. Man hat viele Bandinge hier, aber... Okay, das ist so viel und das Guten. Ja, man müsste nichts machen, ja. Das ist zu viel, das ist zu viel. Scheiß Bandinger, ansonsten wäre er tot. Ich würde gleich mal mit Counterbanding kommen. Oh, scheiße. Oracles in meiner Neutral. Also Oracles am Start. Mhm. Oh, und der ist frech. Er fokust auch noch. Alter,
Alter, Hurricanes sind so stark. Es ist nicht zu fassen, ey. Wo habe ich denn jetzt meine ganze Linie verloren? Oh, ich habe alle Drohnen dort verloren. Es ist unfassbar. 19 Kills hat der eine Knecht gehabt. Oracle's good unit. Scheiß jemand an. So. Also ich mache jetzt Counter-Banelinge. Lasse, kannst du mal ein paar einzelne Linge vorschicken, dass ich mal gucken kann, wo die so sind? Mhm. Ja, okay. Alles klar. Dann, oh Gott, jetzt muss ich mich, jetzt muss ich mal Micron. So, Baneling haben wir. Übrigens auch. Oh shit. Oh, alles klar. Oh, okay, alles klar. Ja, warte, ich hab. Wir haben hier Units. Vorsicht, warte auf meine Units. So, jetzt rein. Nein, wir müssen. Ja, wenn der Nacht die andere. Ist das schon weg? Gut, dann. Ja, bleib mit dem Phoenixen hier. Bleib mit dem Phoenixen da. Komm schon! Oh, das ist so frech, dass er da stehen bleibt. Ohne Witz. Und der Planetary ist da. Ah, das ist doch schön hier in der Base. Super. Roaches, okay, dann ab nach Hause. Der hat noch nur Numerates. Ach, scheiße. So. Es geht wieder, ich tendiere wieder in Richtung Broodlords. Achtung, Christian, die Phoenix da. Ich glaube, hier unten kommt keiner rein. Ja, warte, soll ich erstmal mit. Nee, boah, sie ist okay. Die, okay. Die bumsen einfach weg, komm her. Gut. Und viele Tors. Wir haben viel zu viel dafür. Und er hat viel zu viel Ravager. Ist das deine Bandlinger? Ja. Ja. Brauchst du aber gar nicht. Aber ich würde die. Nee, mach ich auch nicht. Ich rolle mal weiter mit denen. Oh, da kommen ganz schön viele Void Rays. Mhm. Nicht so geil. Wir nehmen trotzdem nur die Base Track erstmal. Und der auch Carrier. Nehmen wir nochmal hier die Drohnen mit. Jetzt gehen wir nach Hause. Okay.
Wollt jemand Gas? Gas könnte ich immer. Wobei, nee. Ah, nee, ich hab jetzt 7 Bootlords. Brauche noch den Rest mit Corruptern voll. Wir sollten uns aufgruppieren und dann langsam aber sicher die kaputt machen. So, ich bin Binger Max. Wir müssen jetzt irgendwie los. Am besten vorher irgendwie. Ja, das sind hier die Voltres, ja. Ja, wir haben aber nicht genug gegen die Voids, ist das Problem. Ey, warum Anti-Air jetzt? Ich hab Vipern. Das ist doch nicht schlecht. Boah, jetzt halt was. Die. Tja, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Also der Terran hat auch richtig gelitten, da habe ich auch gerade richtig reingeleuchtet mit meinem Link oben in der Main. Einmal auch gerade jetzt nochmal. So, Vipern, 5 Stück sind voll. Wo kann ich die denn dran klatschen? Ich pack die mal an deine Crop daran. Ja, ja, da können wir auch quasi mit den Bootlords. Also der blaue Terran hat auch ganz viele Marines. Also der spielt quasi Mars Marines, aber nur. Der hat mich jetzt gescannt hier. Ja. Achtung, bei Panden, genau, du machst schon. Ah, der nicht genug. Gut, so, die Void Race. Hier, Carrier, das ist gut. Ach, das sind leider. Ah, das sind leider alles seine Voids, ne? Oh. Ja, ne, wir werden auch nicht genug Anti-Erde gegen sie quasi. Okay. Also meine Viperanten sind weg. Ich hier nicht so ein Haus gebaut, genau. Doch, hab ich doch. Ich hab erstmal alle Hydras gebaut, das gibt's. Achtung, Christian. Ich habe auch Hydro-Upgrades nicht vergessen. Oh, Alter, die Marines. Ich habe leider noch nicht genug Gas, um Lurker zu bauen. Okay. So, Lurker morphen jetzt. Zurück, 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 zurück. Ja, das reicht nicht, ne? Ja, das ist zu viel. Scheiße. Ja, wir haben sie mit ihrem Tech davon kommen lassen, leider, ne? Oh. Ah, ist leider. Scheiße. Schade. Vorbei. So, noch einmal ein paar Tors rausnehmen. So. Einer, zwei, drei. Was? Irgendwie. Ich weiß auch nicht, weil das. Die haben ja noch nicht mal viele. Also von Expansions her. Oh, habe ich gerade viel Geld. Das wäre jetzt echt so eine Schande rauszugehen. Aber mein Ultralichten Cavern ist jetzt auch zu langsam. Ja. Ja, klar. Das ist immer so. Ja, ohne Witz, ne? Ich frage mich, wenn ich jetzt noch den Ultralis Cavern jetzt schon fertig gehabt hätte, dann hätte ich jetzt nochmal eine Runde Ullis gebaut und ausgewechselt. Ja, weil gegen Ullis hatten die. Na gut, die Void Race aber sonst. Hatte der, ich hab den Protoss gar nicht mehr gesehen, hatte der nicht noch Carrier? Von daher, das wird, ja, das... Ja, die hatten Air und Ground komplett.
Aber ich sagen muss, oben bei dem Terran habe ich ganz schön Verwüstung eigentlich gemacht in der Eco. Also. Ja, aber der blaue Terran, der hat halt voll viel Marines noch und so. Und der andere dann noch ein paar Tors halt trotzdem noch, irgendwie 5-6 Stück. Und Tors sind halt ziemlich gut, so gegen Carriers auch. Ah, es hat irgendwie ganz schön lange gedauert, bis mein Eco richtig geflogen ist, muss ich sagen. Irgendwie richtig. Ich mache im nächsten Game 2 Base Muta und dann ein bisschen rumfliegen und vielleicht noch ein paar Workers töten und dann in irgendwas follow-upen quasi. Das heißt, wenn jemand neidüssen will, kann ich gerne die Visionen haben. Ja, also ich mache das von der, davon, ach so, jetzt 2 Base Mutas machst. Dann müssen wir mal gucken, wer denn die Early Defense hinkriegen. Ja, kann ich ja irgendwie machen. Also ich meine, eben hat das ja auch relativ gut funktioniert. Da haben wir alle so ein bisschen dazu gesteuert und irgendwie haben wir das dann gehalten, den Link-Push von ihm. Ja, ich kann einfach anfangen, auf irgendwie 20 Drones Linge zu pumpen und so. Und wir können das ja auch erstmal, wenn wir jetzt ganz früh irgendwas sehen, können wir ja das auch sofort erstmal abbrechen. Ne? Aber wenn das 2 bis Mutter ist quasi der Gesetz im Fall, dass wir jetzt nicht gleich irgendwie ein Vorgehen sehen oder was auch immer. Aha. Also ich würde erstmal irgendwie 2-Base spielen und dann irgendwie auf, ich weiß nicht, 20 Drones oder so, Linge bauen und rüberlaufen, gucken, ob da irgendwas kommt. Und dann schrei ich und dann könnte auch irgendwie produzieren. Und sonst drone ich halt dann auch hinterher hoch. Drei Teller und so jetzt. Und drei davon sind Smurfs. Dann wird aus Mutas Mutterling Bane. den Krasnitzki als Bild haben. Drei Terrans, ja. Aber nur Protoss hat Carrier. Ja, der Chat wird's nicht mitkriegen. Chris hat mir zugestimmt für den Chat. Er hat gesagt, Carrier OP. Drei Terrans, drei Red Sweeper. Gut, dann. Ich habe ein lustiges Verhalten festgestellt. Ich weiß gar nicht so genau. Wenn du mit Hydras gegen Carrier spielst, jetzt hast du so ein lustiges Phänomen, dass die Hydras, die nah genug dran stehen, quasi die Aggro dann von den Carriern bekommen. Also ein bisschen andersrum. Die gehen dann auf die Carrier drauf. Aber die weiter weg sind, schießen immer noch auf die Interceptoren drauf. Jetzt hast du so ein Mischmasch. Während vorher quasi alle Hydras sich nur um die Interceptoren gekümmert haben, gefühlt. Hast du jetzt irgendwie so ein Damage-Split sozusagen? Also. Quasi nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Also je nachdem, wie weit die halt wegstehen von den Carriern. Das heißt, der Patch ging nach hinten los. Das das wissen wir auch schon vorher, schon seit letztem Wochenende. Dass der Patch nach hinten losging? Ja.
Die lacht die Fieser. Oh Mann, ey. Mann, ey. Ja, lass er dann. Genau, okay. Naja. Da hast du hin expandiert, Sven. Aha, aha, aha. Oh, ist das falsch? Ach, gibt kein richtig oder falsch. Der einzige, der. Ach, scheiße, hier unten. Ach Gott. Der einzige, nein, der einzige, der mal meckert, ist Chris. Ist okay. Der kann sich gerade nicht wehren. Okay, nee, aber das, tatsächlich habe ich Blödsinn gemacht. Aber nein, ich starte nie auf dieser. Natürlich, ein Bruder hackt doch mal ein kleines Auge aus. Ist doch klar, oder nicht? Nice! Marinas zum Frühstück! Was machen die eigentlich? Lasse gewinnt das Spiel gerade alleine. Oh, Tür ist offen. Blitbeacon. Na, ach gut, das kommt gleich. War noch mehr gleich sogar. Ach so, ich. Ja, ist egal. Guck mal, was daneben dein Stalker kommt. Ich verstehe aber auch nicht, was die hier machen gerade irgendwie. Also. Ich mach den Tank, der oben jetzt ist, steht, da mach ich jetzt einfach weg. Ist gar kein Tank hier. Ah, hört's nicht mehr. Ja, ist schon alles kaputt. Alles. Genau. Na, die Locusts sind halt nicht so geil, wie man manchmal denkt, dass sie sind. Was? Das kann nicht sein. Ja. Planetary. In der Main, oder was? Ja. Okay. Die Reaper. Das ist nicht. Das war ja ein merkwürdiges Spiel. Oh, ja, 25 APM. Vielleicht waren es doch keine Smurfs. Mit dem X.
Tja. Dass der Chat das nicht hören kann. Freunde, seid froh. Der Chris zieht einen vom Leder hier. Heidewitzka. Ja, der Liebe und dann sowas. Ich habe 77 Kill Unit Count. Ja, du hast das Spiel auch komplett alleine gewonnen. Das ist Marines, SCVs. Ja. Und Probes. Das ist wie ein Grandmaster gegen 7 Silberspieler. So war das gerade. Ja, da waren auch immer nur irgendwie so Dreiergruppchen an Marines genau. Und so. Nom nom nom. Ja, aber können wir ja im nächsten Spiel nochmal so machen, also mit dem Plan Neidus und Mutas, oder wollt ihr was anderes spielen? Also es war jetzt irgendwie nicht so... Es war jetzt kein war Test, aber ich würde es nochmal machen. Ja. War nicht aussagekräftig gerade, ne, das Spiel. Ja. Wenn man Two-Base Neidus spielt, nimmt man, macht man erstes Leer oder erst Speed? Also skippt man Speed? Also was? Nochmal, was? Wenn ich jetzt Two-Base Muta machen will... Ja... Nehme ich das Leer vor Speed oder mache ich die ersten 100 Gas trotzdem in Speed? Skippe ich die Corner oder nicht? Also ich würde denken, in Team Games sollte man das Gas in Speed investieren. Mhm. Okay, ja. Also sonst, du kannst... Sonst in 1v1 würdest du auch tendieren, das zuerst, da quasi noch schnellere Mut, das zu haben, oder? Naja. Du gibst halt komplett die Map-Control dann auf damit. Mhm. Von welchem Matchup reden wir denn jetzt eigentlich? Das ist ja relevant. Ja, stimmt. Nee, weil ich habe die Befürchtung, dass wenn man zu früh den Tech hat für die Mutas, dann hast du halt noch keine 44 Drohnen. Du hast auch noch gar noch, kannst doch gar nicht genug Gas meinen. Ja, ja, richtig. Also, das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn. Nee. Okay, naja, was heißt, macht keinen Sinn? Ich kannst halt mehr Marines, mehr Mineralien dann meinen am Anfang, wenn du halt Speed skippst. Ja. Also das lohnt sich schon. Also ich würde bei Teamgames würde ich jetzt schon irgendwie Linkspeed erstmal skippen, weil okay. Ich sag mal, wir haben ja auch so Map-Controller. Ja, okay. Das ist ja dann quasi nicht alleine. Also wenn du die schnellsten Mutas haben willst, die möglich sind, dann musst du aber auch die Queen skippen. Die erste. Du kannst ja auch die Ressourcen klauen. Gib mal Money, gib mal Gas. Das könnte man tatsächlich machen, ja. Feeden für einen Mutter. Scheiß Zerg hier. Ist schon gebufft worden ohne Ende. Was denn noch hier? Noch gefüttert werden aus mit einem Löffel. Genau. Jeder 10. Carrier geht an den Zerg. Einfach so. Der lässt der erstgeborene Carrier. Der erstgeborene Interceptor geht. Das ist eine Idee, genau. Und er hatte Recht auf die erste Nacht. An den Chaos-Zerg-Gott. So. Ja, so ist ein Clan. Colvi. Mhm. Käthe Kollwitz. Verklickert. Wieso? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Gerald von Rivia. Ja, bist du. Nee. Ein echter Hexer. Okay. Glaubst du uns das jetzt also? Das heißt, du kannst es noch fixen vielleicht. Bis morgen. Wir haben wertvolle Daten für die Analyse des Problems gesammelt. Ja. Du klingst so ein bisschen wie irgendwie so ein Terrorist, der irgendwo anruft. So, das ist total dumpf. Nein, als du noch Sound im Stream anhattest, so. Definitiv total immer. Total dumpf, so. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, also diese total dumpfe Stimme am Anfang des Streams, meine ich. Das war wirklich, also man konnte wirklich nichts verstehen.
James Earl Jones wäre stolz auf dich. Richtig, der wäre echt neidisch. Wenn Vader besoffen ist. Ja? Nein. Kommt da noch was? Nein, das war jetzt, der Witz. Bitte alle lachen, künstlich. Die Frage ist ja, wie kriegt er das Bier in seinen Helm rein? Ach, haha, hier wie so auf Malle, ne? Oben die zwei Bierdosen und die Schläuche dann so rein. Oh mein Bild am Kopf. Hey. So, Sven, hast du Mutters? Auch nicht. Sind die ersten sechs Mutter schon da, oder? Nein, das Leer ist jetzt angedrückt. Ein Reaper kommt. Oh Gott, ich hab keine Linge, nichts. Ich auch nicht. Ja, ich komme, wir haben mit schon Linge. Ich habe auch komplett geskippt gerade die Linge. Oh, ja, aber Chris ist der Auserkorene. Auf einmal cutten alle die Corners, ja, das stimmt. Ja, aber du hast ja auch Stalker, die sind ja schnell. Der Stalker ist ja quasi der natürliche Fressfeind vom Reaper. Was für ein Sprint. Oh, was? Wie lebt denn nur noch jetzt? Der ist tot. So, Speierbrechenbau. Speier im Bau. Tja, das hat jetzt auch schon Overlord da. Fährt mal dahin. So, Sven. Brauchst du was? Noch nicht. Ich habe jetzt meine vier Gase saturiert. Hast du schon den Spire fertig, will ich fragen. Der Spire ist tatsächlich halb durch. Halb durch. Sag Bescheid, wenn ich dir was... ich mach's einfach jetzt schon. So, Sven. Ich erwarte Leistung, ne? Ich erwarte... Von mir kriegt er nichts. Der Verrückte. So, ab jetzt spare ich auch Larven. Nimm mal die dritte für Larven noch, weil ich habe zu viel Minerals. Also der Zerg hat ein paar Banelinge. Aber halt zu Hause. Baneling, oh. Oh Gott. So, 9 Mutas im Bau. Oh Gott. Wahrscheinlich tut sie das. So, Mut das Flattern. Oh, das sind aber viele Linge. Heidewitzka. Okay, dann flatter ich dir mal entgegen. Ja, das ist gut. Und Hellionten sind auch da. Mhm. Ja, geh lieber rüber mit dem Mutters. Ich hab jetzt Roaches im Bar. Eben. Ja, mach sie tot. Ach, guck mal, er zieht sogar die Linge zurück. Ja, ja. Fantastisch. Flieg mal woanders hin, ist doch kacke da. Du wirst auch irgendeinen anderen Spot finden. Hast recht. Ah, die Queen zum Beispiel. Gott, alles voller Spores. Nein! Turret schon. Wait a minute. Okay, lieber weg. Oh, das sind deine Phoenix, perfekt.
Der countert jetzt hier mit Erling, aber. Massig Oberkompetent mit Turrets. Definitiv. Wir sind länger. Länger. Bei uns in der Main. Da war ich schon. Sven, da war ich schon. So, wo ist die scheiß Basis? Wo ist die Basis? Null. Ob das deiner? Sorry. Einfach eliminiert. Ausgelöscht. Vom Imperium. Ah, Mutas, guck mal. Achtung. Ein Tor. Müssen wir nach Hause? Tor ist weg. Oh, das ist ja schön. Gegnerische Spire ist auch weg. Und die Main auch. Okay, dann ist das Spiel gewonnen. Wir können rausgehen. Oh, Tank, das ist gut. Ja, die Bunker mache ich einfach mal weg. Oh, ja. Mine. Eine Mine. Ja, sorry. Ist halt so. Oh, shit. Machst du nix? Oh, eine Planetary. So, wer hat mehr DPS? Oh Gott, Carrier. Der macht Carrier, ne? Waren 3-4. Wenn die Roaches da hochgehen, dann komme ich mit dem Link. Oh, das ist ein Tor. Den kann man, glaube ich, surrounden. Ja, oh, ja, drei Stück, das ist doch gut. Und noch mehr, zurück. Ja, komm hin.
Tschüss. Das macht Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Du kriegst überall Vision, du kannst die Dinger. Was frustrierend ist, ist ja, wenn du so einen Style spielst und dann keine Vision hast, weil die halt irgendwie gut alles wegmachen. Aber durch die ganzen Mutas und das Rumgeflieger und da alles und die Phönixe, du hast halt immer irgendwie was, wo du gucken kannst und was, wo du das hinsetzen kannst. Ja. Structures Erased Count 23. Der Zerg muss auch so richtig gekotzt haben, nachdem ich da so eine Locust Wave in seine Main reingeflogen habe und dann erst den Spire weggemacht habe und den leer. Komplette Tech weg. Ja. Das ist einfach so lustig. Ja. Sie hat gleich den Balance rein hochgesetzt. Einmal alles. Ich dachte schon, kein Rush. Jetzt stumpfen wir ab und das nächste Ping, das ignorieren wir einfach nicht. So, da, das ist ja der falsche Alarm. Mich hat's getriggert, ich habe geguckt. Oh, das Ping, sehr schön. Sven, bist du wieder der Ja, Two-Base-Mutter-Mann? bin ich, exakt. Ich mache das genau jetzt mal. Die Queen wird geskippt, Links wird geskippt, gibt sofort, wenn das Gas da ist, gibt es leer. Und es gibt erst wenn der Spire gesetzt wird, dann gibt es Ja. Linkspeed. Ach so, jetzt als Tipp beim nächsten Mal, such dir weiche Ziele. Kämpfe nicht gegen Spores. Ja, das Gleich stimmt. direkt in die Mineral Alliance und abräumen. So gegen Gebäude kannst du kämpfen, wenn du dann irgendwie so einen richtigen Flock hast, so 20 Stück oder sowas, wenn die dann so fast one-shotten kannst. Vorher ist es Kacke, weil die halt echt squishy sind. Ja. Oh, auch ein zweites Gas? Aber es ist auch, der hat ein zweites Gas, also der hat auch Schweinereien vor. Leer ist auf dem Weg.
Simon, hi! Zitat Ende, Christian. Christian hat, hat heute technische Probleme. Wie war meine Interpretation? Ja, absolut perfekt. Also wirklich 1A. Ja, Simon, wenn du hier live dabei sein möchtest, komm ins Discord, dann kriegst du alles mit. Das ist gut. Was denn? Oh, das ist eine gute Frage. Meinst du auch das mit dieser dumpfen Geschichte? Das hatten wir alles. Okay. Okay. Sowas lässt einen da nicht in Ruhe, ne? So. Also der geht auch auf Phoenix, seht ihr das? Und hier ist ein Overlord, der gefressen werden möchte. Ja, dann ist das erste Ziel. Ja, auf jeden Fall solltest du auch gleich Corruptor mit einbauen, will ich damit sagen. Das ist es so. Ist nicht so geil. Wo war denn dieser Overlord? Ach so. God damn it. Dann bauen wir jetzt mal ein paar Korrupteure mit ein, aber gegen Range weiß ich nicht so richtig. Soll ich da mal rüberfliegen? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ich muss ja irgendwelche Weichziele mitnehmen. Ja. Mal gucken, ob du was findest. Hier, da sind die Felix, die Bösen. Gut, wenn sie hier sind, dann nehme ich, dann zwingen sie mal zurück, ja. Ist egal, baller sie weg. Guck mal hier, der Protoss möchte gerne Probst verlieren hier. Und da sind sogar Void Rays, die auch noch sterben möchten. Oh Scheiße, die machen eine reine Air-Army, ne? Auch der auch naja. Ist ja gerade Air-Units. Oh, ich habe alle Mutters verloren. Ha, krass! Naja, kannst du jetzt auch noch eine reine Corrupter Army machen. Mhm. Der Junge hat auch nichts drauf, ist unglaublich. Hallo, White Ray. Scheiße, diese eine Probe, ey. Die triggert doch jetzt meine ganzen... Ja,
Hier, Carrier, die müssen weg. Ja. Tschüss. Mach mal. Ja, einen kriegen wir. Immerhin. Ja, weißt du, halt Zerg muss bescheiden sein. Dein Wunsch nicht immer mehr, mehr, mehr. Oh. Komm ich da raus? Aus. Oh, das ist ja geil. Hier, die Carrier. Und das ohne Unterstützung der, wie nennen sich die, TORS. Ah, scheiße, es ist zu stark. Natürlich sind sie stark. Nein, sind sie nicht. Sind Wir sie sind nicht. Die TORS. Sind sie nicht, sind sie nicht, sind sie nicht, weil die Reinforcements arriven. Hier wieder einer weg. Einen nehmen wir noch, einen nehmen wir noch. Tschüss. Lasse, du hast hier noch ein paar ja, danke. Sie stehen. Haben die hier noch? Wo sind denn die Kerle unten? Ah, wieder ein Kerle, ja. Umsonst mitzunehmen. Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen. Sehr schön. Ah, hier, hier ist er, guck mal. Ich habe auch mal die ganzen Cannons hier weggemacht. Das ist also quasi jetzt ein Safe Space für dich. Das ist super, super lieb. Guck mal hier, und ich piss mal eben auf den Nexus. Hier oben ist noch ein Carrier, weiter oben. Ja, ich bin gleich ausgepisst. Gut. Ich glaube, der Protoss hat eher irgendwie die Lust verloren, deswegen der macht gar nichts, der bewegt nicht mal eine Unit. Kannst gerne weiterfliegen, Sven. Gib mir Vision. Auch gerne zu den Basen hier oben. Ja, ich will kurz. Okay. Ich wollte da kurz raus. Na gut, ja, machen wir. Sehr gut, danke. Jetzt schäufen wir die nicht ein bisschen von A nach B. Oh, das sind aber viele Tore. Also die einfach raus. Ah. Sehr gut. Gold! Wir sind Goldflieger. Gold, nice. Ja, Silberspieler zum Beispiel. Also ich weiß noch, gibt's, wie gibt es sowas wirklich noch? Doch, das gibt's noch, ja. Morgens ist Spieler. Ich meine, muss es ja geben, ne? Ansonsten würde das System an sich nicht funktionieren, aber es ist schon. Ich habe jetzt gestern tatsächlich von einem Arbeitskollegen erfahren, dass der auch StarCraft spielt mit seinem Sohn. Aber dann eben nur so intern sozusagen. Also die leider nicht. Ich habe erst so gedacht, oh. neue Kollegen oder neues Publikum oder neue Leute, Konkurrenz, die mitspielen können. Neue Community. Aber nein. Wie alt ist denn der Sohn? 11, glaube ich. Okay. Könnte mit deinem spielen. Korrekt. Jedenfalls hat sich mein Kollege schon drüber aufgeregt, dass er keine Chance mehr gegen seinen Sohn hätte, weil der zu schnell ist. Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Gerne. Ja, es wird ja schon mal. 6 Leute haben wir schon mal. Also wer jetzt noch als Free-for-All mitspielen möchte, ja gut. Wir haben 6 Leute im Discord. 6 Leute im Discord, kenn mich aus? Die im Stream sind. Warum kenne ich mich aus?
Ach so. Ja, mal schauen.
not enough energy. Hive cluster under directional assault. Vespi creep tumor swarm under forces attack. Under attack. Swarm forces insufficient. Under attack. Oh. Okay. Creep tumor under attack. Ist hier noch so alles los? Mineral field exhausted. Need more Vespin gas. Hive cluster under direct assault. Diesen einen kriegst du nicht, oder was? Mann, Mann, Mann. Ich hab mal eine andere Idee. Ach Gott. Lass mich jetzt hier in Ruhe. Hast du noch keinen Neuroparasite, oder? Doch. Ach, das wäre ja auch eine Idee gewesen. Was wollte ich meinen? Du neurotst einen und dann wird er von einer getötet, oder nicht? Hallo. Ja, okay, ja. Ich dachte, das wüsstet ihr. Ach du Scheiße, ist das viel, ey. Es ist so viel. Swarm forces under attack. Swarm forces under attack. Under attack. Ah, es war nicht die kritische Masse. Ich hab einfach kein Gas gehabt. GG. Ich hätte mal die Gold irgendwann freimachen müssen bei mir oben. Einfach für die Gasgeisierer. Ja, aber die Lurker, die haben natürlich dann auch die Locos so komplett kaputt gemacht. Lurker sind schon krass. Sehr schön. Dann haben wir es, wa? Yes, it is. Ibi ist Andis Bild verrückt im Stream. Achso, du hattest es auf groß, ne? Deswegen. So. Gut. Dann, Andi, magst du abmoderieren? Achso, ja, stimmt. Ja, ja, die letzten Worte können wir immer Sven. und die allerletzten Christian. Ah, sein. Ja, toller Modus FFA, ja, toll. Ich fliege mal als erstes raus. Ja. Wie der weitere Abend verläuft, weiß ich nicht. Gar nicht, nee. Der Siberia, der hat den ersten Nidus dann abgerichtet, die ersten drei Wellen. Ah, okay, gut. Der war zuerst raus. Er ist nicht rausgegangen, aber er war tot. Ah, okay, gut. Gut. Ja, er war auch bis Bone Base, hat dann aber auch um seine, also ich habe tatsächlich auch dann drei Locust Wave gebraucht, um dann den blöden Nexus kaputt zu kriegen, oder vier sogar, weiß ich gar nicht. Ach, der war das, wo du immer am Stöhnen warst, okay. Naja, ja, weil der dann auch vier Void Raids hatte und dann angefangen hat, so ein bisschen die Queens von mir einzeln wegzusnipen. Ah, okay. Dann musste ich einen kleinen Spore-Wald bauen. Und ganz wild war ja eigentlich dieser Terran, der da irgendwie gefühlt jeden Mal gedroppt hat. Also mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, der hatte mich als erstes auf dem Kicker, genau. Ja. Von mir hat er gar nichts gemacht. Als er bei dir war, da war er schon tot quasi. Ja. Ja, stimmt, der ist nur einmal in meine Lurker gerannt. Genau. Also er wollte. Hat er gesagt, GG. Ja, vorher hatte ich meine Locust Wave in die Main reingesetzt. Dann kam er da mit seinem ganzen Stuff an und dann hat er gesagt, der ist in der Mitte. 30 Sekunden später, GG. Ja, war lustig. Wir hoffen, achso, jetzt Abmoderation, war lustig. Teamgames haben auch Spaß gemacht. Nein, das macht Spaß. Ja. Vielleicht sehen wir morgen wieder welche. Haben wir denn morgen alle Zeit? Ich hatte ja auch schon angekündigt, wir machen hier Spieleabend. Oder Spielenachmittag ist es, aber dann abends Essen bestellen. Ihr kennt das. Der alte. Dann kriegst du die Leute nicht rausgekehrt. Okay. Das heißt, du eventuell morgen nicht am Start? Oder später.
Okay. Nee, ja, vielleicht später. Vielleicht gehen die auch pünktlich, weil sie sagen, oh nee, hier. Wir haben indisch bestellt, jetzt haben wir alle durchfahren, nicht genug Toiletten, jetzt müssen wir nach Hause oder so. Ja, kann passieren. Mal sehen. Genau. Ja. Christian muss wie die ganze Nacht wach bleiben und das Setup fixen und morgen mit großen Augenringen hier streamen. Ja, mal sehen. So, jetzt habe ich mein Mikro nochmal angemacht, damit ich mir gleich das Elend auch mal anhören kann, auch on-stream. Ja, mal gucken. Vielleicht doch nicht Mac, vielleicht doch wieder Windows. Wir werden sehen, lasst euch überraschen. Man weiß es nicht. Das ist ja nur ein bisschen umkabeln, ungefähr 30 Kabel. Geht. Jetzt finde ich dich gerade voll klar, ne? Soll ich gerade mal lauter machen? On-stream? Erzähl nochmal was. Ja. On-stream? Einen Moment. Stimmt, du bist perfekt, doch. Ja. Ach komm, erzähl nicht. Doch, perfekt. Ich habe einfach nur den Sound wieder eingeschaltet, ne? Ich habe hier keine Einstellung geändert. Have you tried turn it off and on again? Genau, aus anschalten reicht. Puh, Alter, ja, das wird ja ein großer Spaß, weil ihr glaubt gar nicht, wie viel ich on and off geturnt habe, bevor wir den Stream gestartet haben. Damit Discord vielleicht sich refresht und so. Vielleicht muss das eine gerade Anzahl oder eine Primzahl sein. Vielleicht muss ich das Mikro auch ein bisschen weiter weg tun als vorher. Ja, kann auch sein. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Input hier in meinem Steinberg reduziert gerade mal, einfach so. Mhm. Und ich sag mal, der Ausschlag hier bei mir ist ungefähr die Hälfte. Und ihr sagt, man kann mich laut hören, sag mal was. Hello. Ja, hello. Also ich bin ungefähr ein Drittel von euch. Aber man kann dich hören. Also wenn ich hier meinen Stream selber anhöre, dann okay. Wenn ich jetzt wieder ein bisschen lauter mache, weil eigentlich ist es viel zu leise. Ja, warte, muss man eben den Ton ja machen. Ach so, ja, aber was heißt, ja, klar hören. Ja, aber Discord hast du mich ja die ganze Zeit klar gehört. Die Frage ist ja, wie du den Stream hörst. Ich hör ja parallel den Stream ja auch. Ach so, du Fuchs. Echt? Jetzt ist gut. Also ja, du bist tatsächlich ein bisschen leiser als ich, ungefähr so die Hälfte gefühlt, aber man kann dich trotzdem noch hören. Okay. Ja, ich höre mir das Dreh doch mal voll auf. Ja, okay, gut. Also, ja, ich kann auch einmal voll aufdrehen jetzt, aber da sind halt die ganzen. Der ganze Schnickschnack, den ich sonst mache, der ist halt jetzt deaktiviert. Ihr hört jetzt quasi Vanilla meine Stimme, nur ein Noise Gate für die Tastatur. Und normalerweise habe ich noch einen Kompressor drauf und einen Limiter, sodass ich dann, egal wie laut ich spreche, und jetzt müsste es. Den habe ich gerade auch nochmal runtergedreht und zwar ordentlich. Und zwar auf Minus und nicht auf Plus. So, jetzt drehe ich den gerade wieder hoch. Und jetzt habe ich das Erinnerung. Und jetzt habe ich das Input-Gain wieder dazu geschaltet, was die Grundlautstärke machen sollte. Oh, jetzt ist es deutlich lauter und immer noch klar. Okay. Immer noch klar. Oh Gott. Ja, es ist ja sehr reliable hier. Ja, und jetzt ist genau dasselbe, was ich hatte, als ich den Stream gestartet habe. Das ist alles wieder an. So hört sich aber sehr gut aus. So gut an. Oh Gott. Ja, es wird ein großer Spaß. Naja. Ja, dann danke fürs Durchmoderieren heute. Sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da muss ich ja nur noch den Game-Sound fixen, hä? Und morgen einfach hoffen, dass es okay ist. Tja. Und wenn ihr bei Thesaurus Reliable eingibt, dann kriegt ihr als anderes Wort dafür Mac angezeigt. Auf dieser Note enden wir jetzt und ich schreibe dich gleich privat nochmal an. Das ist jetzt notgetan. War das nötig? Junge! Wir gehen nochmal ins Zwei-Gespräch. Mhm. Ich habe dir mal ein One-on-One eingestellt, mein Freund. Ja, definitiv. Alles ein Gleiche. 360-Grad-Feedback. Genau. Von jeder Seite. Ein 360-Grad-Roundhouse-Kick-Feedback. Warum hast du so schwarze Ringe unter den Augen? Ich bin gestern nach Hamburg gefahren. Nachts. Ja. Für ein Feedback-Gespräch. Ein persönliches Feedback-Gespräch. Na gut, dann in dem Sinne, Freund der Sonne, danke fürs Durchmoderieren. Hat Spaß gemacht. Das war ein sehr ruhiger, entspannter Abend für mich. Ohne Sound jeglicher Couleur. Auch mal schön. Muss man mal auf die Minimap gucken. In dem Sinne, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.